Hallo, ich bin Sebastian und ich möchte euch heute von meinen Erlebnissen auf dem EU-Fossa Cyber Security Hackathon im vergangenen Jahr berichten, ebenso von der Open Source Beyond 2020 Conference. Worum soll es heute gehen? Zum einen, was ist Open Source? Wo kommt das her? Was ist die Geschichte? Warum unterhalten wir uns heute darüber? Warum ist das für unsere Gesellschaft wichtig? Was ist die Europäische Union? Das sollte natürlich für jeden Bürger in der Europäischen Union eigentlich klar sein, aber die eine oder andere Institution kommt in diesem Vortrag vor und da sollte es schon klar sein, wer da was ist und welche Institution für was verantwortlich ist. Warum interessiert sich die Europäische Union für Open Source? Warum ist das für die Europäische Union auf einmal ein Thema? Und was tut die Europäische Union für Open Source? Was hat sie in der Vergangenheit bereits getan? Was tut sie heute für Open Source? Wir müssen zunächst ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen. Bis weit in die 1970er Jahre hinein war es absolut normal, dass Software, auch kommerzielle Software, im Quelltext distribuiert wurde. Das heißt, ein Unternehmen oder eine Universität hat sich Hardware angeschafft, hat einen neuen Computer gekauft, ein Peripheriegerät für den Computer und hat die Software, das Betriebssystem, den Treiber für die Hardware im Quelltext ausgeliefert bekommen und konnte nicht nur Einsicht nehmen, was ist das für Software, die hier auf meinem Gerät in meinen Räumlichkeiten läuft, sondern konnte auch Anpassungen daran vornehmen. Ein Umdenken oder eine Bewegung davon weg, dass es der Standardfall ist, dass Quelltext für Software mit ausgeliefert war. Die Ursache dafür liegt im US Copyright Act von 1976, wo das Copyright-System reformiert wurde und auf einmal begannen Firmen, insbesondere große Firmen, damit den Quelltext nicht mehr auszuliefern und in der damaligen Hobbyisten-Szene, wo sehr viel Grundlagenarbeit für Software, für Konzepte, für Architekturen, für Microcomputer der damaligen Zeit, aber auch nachhaltend bis heute Dinge erfunden und ausprobiert und getüftelt wurden, begannen Software zu kopieren. Das führte dazu, dass das einigen natürlich nicht gefallen hat, insbesondere denen, die mit Software Geld verdienen wollen. Und es gibt diesen berühmten Brief von Bill Gates an die Hobbyisten, der im Laufe des Jahres 1976 fast monatlich in den einschlägigen Magazinen veröffentlicht wurde. As the majority of hobbyists must be aware, most of you steal your software. Hardware must be paid for, but software is something to share. Who cares if the people who worked on it get paid? Eine der vielen Repliken, Antworten auf diesen Brief von Bill Gates kommt von Jim Warren, sehr zeitnah, schon im Sommer 1976, in den Notices der ACM, Special Interest Group on Programming Languages, wo er schreibt: When software is free or so inexpensive that it's easier to pay for it than to duplicate it, then it won't be stolen. Open Source, freie Software, so wie wir sie heute kennen, hat ihren Ursprung, ihren Urknallmoment in diesem Stück Hardware, was wir auf diesem Bild sehen. Das ist ein Ausschnitt aus einem Werbeprospekt für den Xerox 9700 Drucker. Ja, damals, war ein Drucker ein raumfüllendes Gerät, das von mindestens einer Person bedient wurde, damit man da überhaupt drucken konnte. Und es ist so viel falsch mit diesem Foto, braucht man gar nicht drüber reden. Nur als Beispiel, wie damals diese Hardware aussah. Warum ist dieser Xerox 9700 so wichtig? Nun, das MIT schaffte sich so einen an und ein gewisser Richard Stallman, der für das Vorgängermodell oder für den Drucker, der vorher im Haus war, den Druckertreiber angepasst hatte an bestimmte Bedürfnisse der Leute, die dort im Labor gearbeitet haben, konnte dies auf einmal nicht mehr tun, weil Xerox sich entschieden hatte, den Druckertreiber, die Software, um dieses Gerät zu benutzen, nicht mehr im Quelltext auszuliefern. Ja, this experience convinced Stallman of people's need to be able to freely modify the software they use.
Das hat letztendlich zum Start des GNU-Projekts geführt. Das hat letztendlich zur Gründung der Free Software Foundation geführt. Und auf der Website der Free Software Foundation kann man heute unter anderem diese vier Säulen der freien Software nachlesen. Freie Software darf für jeden Zweck genutzt werden und ist frei von Einschränkungen wie dem Ablauf einer Lizenz oder willkürlichen geografischen Beschränkungen. Freie Software darf praktisch kostenfrei kopiert und weitergegeben werden. Freie Software-Code darf ohne Vertraulichkeitsvereinbarungen oder ähnliche Einschränkungen von allen untersucht werden. Freie Software darf beliebig modifiziert und angepasst werden. Verbesserungen dürfen weitergegeben werden. Ja, das sind die vier Grundsäulen der freien Software. Das ist sehr dogmatisch, sehr ideologisch, wie es in einem relativ neuen Buch formuliert wird, beispielsweise als Just as a vegetarian does not eat meat to the extent that he's able, Bradley Kuhn, einer der Gründer der Software Freedom Conservancy, does not use proprietary software. This means not using websites like Twitter, Medium, YouTube or GitHub. Code like livestock needs liberation from humanity, even at the expense of personal convenience. Dieses Ideologische, dieses Dogmatische ist einigen schon damals vor 20, 30 Jahren zu ja, extrem ist vielleicht das falsche Wort, aber zu extrem gewesen, haben nach einem anderen, nicht so ideologisch aufgeladenen Begriff als Alternative zur freien Software gesucht und heraus kam der Begriff Open Source. Ja, Eric S. Raymond ist part of a group of programmers who embrace the term Open Source, hoping to distance themselves from free software's ideological positioning and make the idea seem more commercially friendly. Ja, und heute begreifen wir als Open Source Software, deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open Source Software kann meistens kostenlos genutzt werden. Warum machen das Leute? Software kann sowohl von Einzelpersonen aus altruistischen Motiven zu Open Source Software gemacht werden, wie auch von Organisationen oder Unternehmen, um Entwicklungskosten zu teilen oder Marktanteile zu gewinnen. Für mich persönlich, als ich angefangen habe, Bibliotheken und Werkzeuge für die PHP-Entwicklung zu bauen, für mich war es absolut normal und selbstverständlich zu dem Zeitpunkt vor etwa 20 Jahren beispielsweise, als ich mit der Entwicklung von PHP Unit angefangen habe, dass das ein Werkzeug ist, das jede PHP-Entwicklerin und jeder PHP-Entwickler frei verwenden können soll. Für mich hat sich überhaupt nicht die Frage gestellt, ob ich das als etwas anderes als Open Source veröffentlichen soll. Ja, es gibt auch Beispiele in der Geschichte, wie beispielsweise Netscape, die zu einem Zeitpunkt entschieden haben, den Quelltext ihres Browsers zu veröffentlichen. Daraus entstand dann Mozilla und Firefox, um Marktanteile zu gewinnen, Entwicklungskosten zu teilen, die Community einzubeziehen. Viele Entwickler, mehr Entwickler da draußen sehen mehr Probleme, können mehr beitragen, können neue Features implementieren, können Fehler beheben und so weiter. Warum das für mich völlig normal war, für mich persönlich völlig normal war, PHP Unit und andere Bibliotheken und Werkzeuge, die ich im Laufe der letzten 20 Jahre entwickelt habe, als Open Source zu veröffentlichen, das habe ich erst vor einiger Zeit verstanden, als ich dieses Buch von Jimmy Mayer gelesen habe. The Amiga's Free Software Community was certainly the most sophisticated and active in the world of personal computing prior to Linux. It should not be a surprise that countless Amiga users migrated to Linux and other open source operating systems as the Amiga's necessary ultimate fate became clear. For much of the spirit of the Amiga Free Software Community persisted in these communities without being tied to a single corporation's decisions and fate. Indeed, the Amiga's fate serves as an object lesson for the modern open source movement, speaking to the way that even excellent hardware and software can wither when said excellence is proprietary and closed source. Ich hatte am eigenen Leib erfahren, als Teenager zugegeben, ohne das damals so richtig zu reflektieren, das kam erst später,
dass es nicht gut ist, wenn das Betriebssystem einer Plattform nicht Open Source ist, weil wenn die Firma, die für diese Computerplattform verantwortlich ist, in Konkurs geht, das Betriebssystem nicht mehr weiterentwickelt wird, hat niemand den Quelltext, um die Plattform weiterzuentwickeln, am Leben zu halten, oder zumindest wird das alles sehr, sehr, sehr schwierig. Und das sind Probleme, die sich noch heute in meinem Hobby niederschlagen. Aber genug von meinem Hobby, das ist Retro, und wo ich herkomme. Ich bin irgendwann als Programmierer sozialisiert worden auf dem Amiga, wie man vielleicht schon entdeckt hat, aber das nur so als kurz Randnotiz am Rande, warum Open Source für mich die logische Wahl war. Die Geschichte von Open Source rekapituliert, kommen wir zur Politik, kommen wir zur Europäischen Union. Die Europäische Union ist ein Staatenverbund aus 27 europäischen Staaten. Es gibt das Europäische Parlament als Bürgerkammer für die Gesetzgebungsfunktion, die teilt es sich mit dem Rat der Europäischen Union. Das ist die sogenannte Staatenkammer. Dann gibt es eine Regierung, das ist die Europäische Kommission. Und das war natürlich jetzt sehr, sehr stark verkürzt und nicht vollständig, hat aber die Institutionen zumindest mal namentlich und im gröbstmöglichen Kontext etabliert, die jetzt im weiteren Verlauf relevant sind. Das ist Julia Reda, und wahrscheinlich ist es nicht übertrieben, wenn man sagt, dass sie verantwortlich dafür ist, dass die Europäische Union sich in den letzten Jahren verstärkt für Open Source interessiert und beginnt, sich für Open Source auch einzusetzen. 2014 hat Julia Reda das EU-FOSSA-Programm initiiert. Das ist der Free and Open Source Security Audit gewesen, weil sie sich gedacht hat, ziemlich schlaue Idee eigentlich, das Interesse der Europäischen Union an Security, an Sicherheitsaspekten aufzuhängen. Es gab dann eine Pilotphase, die lief von 2015 bis 2016. Genau, wie schon gesagt, der Free and Open Source Software Audit. Part of it was to create an inventory of the free and open source software used at the European Commission and at the European Parliament. Man kann sich das vielleicht gar nicht so direkt vorstellen, vielleicht aber auch schon. So große Organisationen wie die Europäische Kommission und das Europäische Parlament, da gibt es ganz viel IT, da gibt es ganz viel Software, die auf ganz vielen Maschinen läuft. Und man hat gar nicht so richtig den Überblick, was für Software wird denn hier eigentlich verwendet und wo. Erst recht, wenn es sich bei dieser Software um Open Source handelt, für die man keine Lizenzgebühren zahlt, was in Natur der Sache von Open Source liegt. Es ist natürlich viel einfacher, ein solches Inventar, ein Inventory zu erstellen von Software, für die man vielleicht sogar regelmäßig, jährlich, monatlich, was auch immer, Lizenzgebühren zahlen muss. Da kann man ziemlich einfach nachhalten, für diese Software zahlen wir zumindest Geld, das wird irgendwo genutzt werden. Bei Open Source, in der Natur der Sache liegend, geht das nicht so einfach. Und der erste Schritt war erstmal überhaupt ein Inventar zu erstellen, welche Free and Open Source Software bei der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament eigentlich benutzt werden. Die Ergebnisse, die verschiedenen Reports etc. kann man natürlich im Internet nachschauen. An der Stelle sehr lobend zu erwähnen, wie transparent und ausführlich die Europäische Union solche Dinge dokumentiert. Das ist für jeden einsehbar. Und in der Pilotphase hat man sich auf zwei Stücke Software besonders fokussiert, weil man recht früh identifiziert hat, dass zum einen der Apache Web Server und zum anderen der Passwort Safe Key Pass sehr häufig genutzt werden. Ja, und warum hat man das gemacht? Was ist das Argument dafür gewesen, mit der Julia Reda und andere, die Europäische Union überzeugen konnten, überhaupt in so etwas wie EU-FOSSA zu starten?
The internet is built on free and open source software. It is part of our everyday lives. Therefore, the European Commission and public administrations in general have a responsibility to ensure its stability, reliability and security by investing in it. Ja, das ist die Realisierung, dass unser tägliches Leben heute, unser Alltag, digital ist. Zumindest mal bei den Privatpersonen und einigen Unternehmen. Der Rest der Welt ist leider nicht so digitalisiert, wie es sein könnte, wie wir jetzt Corona-bedingt gerade erfahren, aber das nur mal so am Rande. Und die Erkenntnis auch da drin mitschwingend, dass vieles des neuen digitalen Alltags basiert auf freier Software. Das Internet wurde auf freier Software gebaut. Ja, nach dieser Pilotphase, die erfolgreich abgelaufen ist, wurde EU-FOSSA für weitere 3 Jahre verlängert. Das war 2017, Entschuldigung. Und dann gab es ein paar Ziele, die definiert wurden für diese nächsten 3 Jahre. I want the EU to reach out more directly to developers, security researchers and hackers. Also möglichst viele Expertinnen und Experten aus dem Feld involvieren, nach ihren Ansichten fragen, sich ihren Rat, ihr Wissen einholen, um Verständnis aufzubauen, was ist zu tun, wie kann geholfen werden. Ja, ein Ansatz oder ein Aspekt von dieser zweiten Phase von EU-FOSSA waren Bug Bounties, beispielsweise für den VLC Media Player, ein anderes Stück Software, was sehr stark bei der EU eingesetzt wird, für Videoaufzeichnung und Videostreaming. Nach diesem ersten Bug Bounty Programm, was sich auf VLC fokussierte, gab es dann von 2018 bis 2019 weitere Bug Bounty Programme für FileZilla, Apache Kafka, Notepad++, PuTTY, 7-Zip, Symfony, Apache Tomcat, die Standard GNU C Library, die glibc, Drupal und andere. Und dann das Große, was letztes Jahr passierte, war tatsächlich, und das mag man sich heute in Tagen von Corona gar nicht mehr so richtig vorstellen, ist schon eine ganze Weile her, dass das absolut normal war, dass sich Leute in der echten Welt tatsächlich getroffen haben, in Person, persönlich und an Software gearbeitet haben, über Probleme diskutiert haben und so weiter. Und der erste dieser 3 Events, die im Rahmen von EU-FOSSA letztes Jahr stattfanden, war ein Symfony-Hackathon am 6. und 7. April 2019. Symfony, ein sehr populäres, weit verbreitetes Web-Entwicklungs-Framework in der PHP-Welt. Und bei der Europäischen Kommission gibt es sehr viel Individualsoftware, die auf Basis von PHP und Symfony implementiert ist und deswegen der Einstieg in diese Hackathons über die Symfony Community. Genau, und da waren über 59 Kontributoren von Symfony vor Ort für 2 Tage in Brüssel. Die haben an Symfony, an der API-Plattform, an Doctrine etc. gearbeitet und wie die beiden anderen Hackathons, die im Laufe des Jahres noch folgten, hat die Europäische Kommission dafür die Kosten übernommen, Reisekosten, Unterbringung, Venue, wo das Ganze stattgefunden hat. Genau, das war der 1. im April für Symfony. Da ist auch ziemlich viel bei passiert. Da gab es 122 Pull-Requests, die dabei rausgekommen sind, 90 Tickets wurden geschlossen, 47 Leute, ganz viel was gemacht. Super Sache. Einen Monat später gab es den Hackathon für Apache. Das war Fokus auf Apache Web Server, Apache Kafka und einige andere Schlüsseltechnologien, die aus dem Apache Software Foundation Space kommen und bei der EU sehr stark verwendet werden. Da habe ich keine genauen Zahlen zugefunden, wie viele Leute da waren und was da passiert ist. Und dann gab es den dritten und letzten EU-FOSSA-Hackathon im Oktober des letzten Jahres. Und der war ein bisschen speziell. Das war,
Da waren hauptsächlich Projekte da und Entwicklerinnen und Entwickler da von Teams, die bei der Europäischen Union, insbesondere bei der Europäischen Kommission, an Software arbeiten und auf Beschluss der Europäischen Kommission in Zukunft zum einen ihre Software, die sie für die Europäische Union bauen, als Open Source veröffentlichen sollen, wollen, werden und zum anderen auch zu den Open Source Projekten beitragen, auf deren Fundament sie ihre Software bauen. Und dann stellte man fest, dass es eine schlaue Idee wäre, noch dass da auch einige PHP-basierte Projekte gibt, noch weitere PHP-Entwickler aus Open-Source-Projekten einzuladen. Und so bekam ich ungefähr 2-3 Wochen vor dem genannten Datum, 5. oder 6. Oktober 2019, eine Einladung per E-Mail. Ich solle doch bitte nach Brüssel kommen und unter anderem meine beiden Kollegen von der PHP Consulting Company, Arne Blankertz und Stefan Priebsch, sowie Kontributoren zu PHP Unit mitbringen. Maximal 5 Leute sollte ich mitbringen, um 2 Tage lang zum einen an PHP Unit im Rahmen des Hackathon arbeiten zu können, aber auch um für Gespräche mit den Entwicklerinnen und Entwicklern der Europäischen Kommission zur Verfügung zu stehen. Und zusätzlich zu der Einladung an mich und die 5 Personen aus dem PHP-Unit-Umfeld gab es eine Einladung an das PHP-Stan-Projekt, was ein statisches Code-Analyse-Tool für PHP-Quelltexte ist. Ja, und so waren wir dann, ich war da, Anne Blankertz war da, Stefan Priebsch war da, und zwar jeweils mit unterschiedlichen Hüten natürlich. Wie das halt so ist, auch im echten Leben, nicht nur bei der Softwareentwicklung, wo man ab und zu mal den ich schreibe jetzt gerade Code-Hut auf hat und ich schreibe jetzt gerade Tests-Hut auf hat oder ich mache jetzt Refactoring-Hut auf hat. So gibt es auch im echten Leben unterschiedliche Hüte, die man auf hat. Also ich war da und habe das PHP-Unit-Projekt repräsentiert, zu einem gewissen Grad auch das PHP-Projekt, und habe meine Erfahrung beigetragen aus über 20 Jahren Open Source. Hatte aber auch den Hut auf als Mitglied der Interessengemeinschaft PHP e.V. und natürlich auch den Hut auf, dass ich ja mein Geld verdiene mit Beratungsdienstleistungen rund um PHP und verwandte Technologien. Und ähnlich ging das dem Arne Blankertz und dem Stefan Priebsch mit den unterschiedlichen Hüten. Stefan Priebsch zu dem Zeitpunkt erster Vorsitzender der Interessengemeinschaft PHP e.V., und dann PHP-Stan-Entwickler Andreas Möller und Ewald Peter den Auden noch von PHP Unit. Genau. Und dann haben wir da 2 Tage lang an PHP Unit gearbeitet, uns mit den PHP-Stan-Leuten ausgetauscht, Gespräche geführt mit Mitarbeitern der Europäischen Kommission und anderen Politikern, die da teilweise da waren und aus anderen Behörden, und gesprochen mit den Softwareentwicklerinnen und Entwicklern von den anderen Projekten. Das war sehr interessant, mal einen Einblick zu bekommen, wie Software bei der Europäischen Union entwickelt wird, was für Probleme man damit löst, wofür eigentlich Software da beispielsweise gebraucht wird, verteilte Softwaresysteme beispielsweise, um Fischfangquoten durchzusetzen, Software, die auf einem Schiff läuft, wo dann eingegeben wird, ich habe jetzt eine Tonne den und den Fisch an der und der Stelle aus dem Meer gefischt, und das wird dann synchronisiert, damit tagesaktuell die Fangquoten, alles Dinge, die in Software gelöst werden müssen, weil irgendwelche Gesetze und Richtlinien existieren, sehr, sehr spannende Thematik. Genau. Und da gab es dann auch einen Rahmen aus Vorträgen. Ich selbst hatte kurz, ich glaube 2 oder 3 Tage vor diesem Wochenende erfahren, dass ich eine Keynote halten soll, zum einen vor allen Teilnehmern des Hackathons, aber auch vor Abgeordneten des Europäischen Parlaments und Mitgliedern der Europäischen Kommission und entsprechenden Bürokraten. Das ist hier zum Auftakt der Thomas Gargeik,
von der Generaldirektion Informatik, die innerhalb der Kommission für die Bereitstellung digitaler Dienste zuständig ist, die andere Kommissionsdienststellen und EU-Institutionen in ihrem Tagesgeschäft unterstützen und die Zusammenarbeit der Behörden in den EU-Ländern fördern. Das ist quasi die IT-Abteilung der Europäischen Union. Ja, und dann gibt es den Thomas Gargeig, den wir gerade auf dem Foto gesehen haben. Das ist der Director Digital Business Solutions der Generaldirektion Informatik. Darüber gibt es den Mario Campolargo, der auch da war, den stellvertretenden Generaldirektor, die Generaldirektorin Gertrud Ingestad und darüber den EU-Kommissar, was das Äquivalent zu einem Minister ist, und darüber die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen. Gerade schon erwähnt, ich habe recht kurzfristig erfahren, dass ich eine Keynote halten sollte, die auch nur irgendwie, also ursprünglich sollte ich eine Keynote 60 Minuten lang halten, habe ich gesagt, das ist aber sehr, sehr schwierig, 60 Minuten Vortrag zu machen, der so völlig unterschiedlichen Leuten im Publikum gerecht wird und nicht stellenweise und große Gruppen des Auditoriums langweilt, und habe dann gesagt, ich mache 10 bis 15 Minuten und absolut nicht technisch, sondern nur über die Probleme. Und das wurde sehr, sehr, sehr begrüßt, insbesondere von den nicht technischen Leuten im Publikum. Und jetzt gibt es ein kurzes Recap von meiner Keynote. Die hatte ich überschrieben mit May the Source be with EU or May the Source be with you. Das ist so ein Wortspiel, was irgendwie im Untertitel des EU-Fossa-Hackathons irgendwo mal stand, und ich fand das eigentlich sehr, ja, eine sehr lustige Formulierung, und warum soll ich da nicht die Keynote mit überschreiben? Ja, ich habe mich dann vorgestellt, hallo, ich bin Sebastian und ich mache seit über 20 Jahren PHP Unit. Das ist der eine Hut, den ich aufhabe, ich bin aber auch aktiv im PHP-Projekt. Ich helfe die Programmiersprache PHP und die entsprechende Laufzeitumgebung und ihren Compiler zu testen und weiterzuentwickeln. Ich habe auch den Hut auf, dass ich irgendwie Geld verdienen muss, weil man von Open Source nicht leben kann, und arbeite als Consultant bei der PHP Consulting Company. Und ich möchte gerne damit beginnen, dass ich mich bei allen hier im Raum dafür bedanke, dass sie an Open Source arbeiten und damit die Welt besser machen. Ja, und das ist nicht selbstverständlich, dass man an Open Source arbeitet, weil dazu braucht es eine ganze Menge Mut. Mut, der ganzen Welt den eigenen Quelltext zu zeigen. Ja, ich erlebe es in meinem Alltag als IT-Berater immer wieder, eigentlich ständig, dass mir Softwareentwicklerinnen und Entwickler sagen, den Code, den ich hier schreibe oder an dem ich hier arbeite, der ist furchtbar, da bin ich nicht stolz drauf, ich bin froh, dass das nicht Open Source ist, dann sieht das keiner. Ich könnte nicht mit der Vorstellung leben, dass das, was ich hier schreibe, für alle Welt sichtbar ist. Und